Nach eurer Zeitlinie befindet ihr euch im Jahr 199 vor Bosbarans Fall. Es sind die Gründertage, aber ihr habt sicherlich schon herausgefunden, dass wir sie mittlerweile die namenlosen Tage nennen. Nun, die Bräuche ändern sich. Warum? Also wisst ihr, was die Änderung soll? Nun, man kann nicht vor einem Vor-Bosperans-Fall sprechen und so eine Zeitlinie führen, wenn Bosperans Fall noch gar nicht stattgefunden hat. Ihr verzeiht, Magister Aulus? Ich weiß nicht, was ihr meint. Bosperan wird nicht fallen. Die Tausendtürmige existiert ewig. Halten wir uns nicht an geschichtlichen Details auf. Was genau für Texte schweben euch also vor, die wir verfassen sollen? Nun, ihr sollt die Rätselqueste ersinnen, sodass ich eine Queste für euch ersinne. Nun, dann die nächste Frage. Warum sollten wir das tun? Damit die Zeitlinie konsistent bleibt. Die Belohnung ist der Schleier, den habt ihr schon. Die Aber wir Frage sind bleibt ja. also im Raum stehen. Sollte die Zeitlinie ihre Konsistenz verlieren, so wäre dies nicht unser Tun, sondern eures. Und ihr müsstet dies mit dem 13-Gehörnten ausmachen. Und ihr sagtet bereits, den Schleier haben wir schon. Was motiviert uns also? Nun, ihr könnt mich an dieser Stelle selbstverständlich umbringen. Meine Zeitlinie zu diesem Zeitpunkt ist aktuell, falls ihr das fragt. Auch eure ist aktuell, da ihr hier steht. Ich dachte eher an ein Quid pro quo, wenn ihr wollt. Nun, versteht, was das Problem ist. Ich habe viele Studien in der Vergangenheit geführt und auch in dieser Zeitlinie noch weitere Dinge zusammengetragen, die meine Vermutung bestärkt haben. Ihr seid nicht hier wegen dem Schleier, den habt ihr schon. Ihr seid hier wegen dem Gürtel, dem So Sigma sieht es Sigma. aus. Serpentilio, ich habe eine kurze Frage. Der Nimbus ist nicht durch die Zeit gebunden, oder? Nein. Was sich im Limbus aufhält, findet sich also gleichzeitig im Heute, Morgen und Gestern. Theoretisch ja, allerdings ist eine solche Reise mit Präzision noch niemandem geglückt. Zumindest Nun, ist niemand zurückgekehrt. wenn ich eine besagte Truhe herbeirufen würde. Es ist meine professionelle Empfehlung, es nicht zu versuchen, aber ich werde euch nicht aufhalten. Nun, nur hypothetischerweise gesprochen, würde ich eine besagte Truhe herbeirufen, in der sich, nun, ein Objekt befindet, über das wir schon einmal geredet haben. Nun, ich denke, wenn es nicht zutrifft, dass der Limbus unabhängig ist von der Zeit, dann würdet ihr sie gar nicht erst herbeirufen können. Ihr könntet es auf den Versuch ankommen lassen. Derzeit, Donation. Nun, ihr habt recht. Die örtliche Bevölkerung scheint der stark bekräftigten Annahme zu sein, dass der Gürtel eines von drei Artefakten ist, die eine Pforte des Grauens, wenn ich den Kontext richtig deute, zuhalten. Habt Korrekt. ihr. Nun, ein begnadeter Sphärologe wie ihr wäre doch sicherlich in der Lage, eine solche zu verschließen. Auch ohne den Gürtel zu haben. Nun, nein, das ist leider nicht möglich. Ich habe sie gesehen. Ich habe auch die Kräfte gesehen, die sie offen halten. Ich habe auch die Kräfte gesehen, die sie zuhalten. Ich maße mir allerdings nicht an, mächtiger zu sein als Rashtul al-Sheikh oder Astrabun. Serpentilio blickt über die Schulter zu Sulaymin. Sie kann erkennen, dass er deutlich nervös wird. Dann sind wir an einem winzig kleinen Impasse angelangt. Das Problem ist, dass ich selbst vor. In der Zukunft, in meiner Vergangenheit, habe ich versucht, den Gürtel zu kontrollieren. Ich gebe zu, dass ich damals hingerissen war, ihn zu benutzen. Ich habe versucht, es ihn aus den Fluten des Tempels geborgen. Aber ich konnte ihn nicht kontrollieren. Weder mit dem Schleier noch mit einem Pakt. Er lässt sich nicht kontrollieren. Daraufhin habe ich beschlossen, dass es besser wäre, wenn er gar nicht erst wieder benutzt würde. Denn ich gebe meine Seelenkraft nicht weiter auf, um mich von einem Objekt kontrollieren zu lassen. Da sind wir zumindest einem Ansinnen. Aber nun, ihr seid aus der Zukunft eurer Vergangenheit und ihr wisst, dass Yerkesh fällt. Und ihr wisst auch, dass der Gürtel nicht für immer in eurer sicheren Obhut verweilen wird. Nun, wie gesagt, es ist egal, was ihr mit mir tut. Aber der Gürtel wird hier bleiben.
Er wurde von mir an dieser Stelle geborgen. Ich habe ihn aus den Fluten gerissen von einem Charybdiden Bademeister, so nenne ich ihn einfach mal. Ein Dämon, den ich gerufen habe. Ich habe den Gürtel gefunden, ich habe ihn nicht kontrolliert und mich dann dazu entschieden, ihn hierher zu bringen, wo er verdauert. Darf ich eine Menschenkenntnisprobe auf ihn würfeln, ob er Angst davor hat, also wie ich es einschätze, ob er Angst davor hat, dass er ja jetzt einen Pakt geschlossen hat und deshalb in die Vergangenheit geflohen ist, wo, naja, Belkalen vielleicht noch freundlicher ist. Ja, genau. Also das ist meine These. Also das ist tatsächlich meine These, also ich muss da nichts würfeln. Das ist eine gute Vermutung. Okay. Ach, ihr habt nur Angst. Wisst ihr, wie ihr dem Ganzen entgehen könnt? Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Ein Paktbruch? Nein! Also ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber noch viel einfacher. Dadina flöscht euch ganz aus. Nun, das sollte er doch tun können. Und da kann kein Gott und kein Dämon etwas gegen tun. Nicht wahr? Und wir sind hier in der Vergangenheit, also müsstet ihr nur einen winzigen Zeitfrevel begehen. Ihr habt recht. Ewig ist nur satt genug. Kein Dämon wird euch erreichen können, wenn ihr euch in den Kadern hat. Nun, ich fürchte, so einfach ist es nicht, Satinav anzurufen. Nun. Glücklicherweise, Abemir, habt ihr die kompetenteste Ansammlung von Sphärologen in dieser Zeitlinie hier in einem Raum versammelt. Ihr könnt Satinav nicht beschwören. Die Frage ist, warum sollte ich meine Seele, meine Existenz aufhören lassen zu existieren, um euch zu helfen? Nun, was wollt ihr mit dem Gürtel tun? Ihr könnt ihn nicht vernichten, das habe ich bereits getan oder versucht. Er kommt wieder und wieder und wieder. Nennt mir doch bitte den ersten und einzigen Grundsatz der Zeit. Ich sehe, Naranien legt man darauf nicht sehr viel Wert. Ewig ist nur Satinav, Donation. Ihr mögt eurem Ende in die Vergangenheit entflohen sein, aber irgendwann wird es euch holen. Und irgendwann hat Baikalil, wie man sie hier nennt, euch. Ob es euch beliebt oder nicht, wir bieten euch einen Ausweg an. Aus diesem Schicksal. Ihr versteht aber nicht, oder? Es geht nicht darum, was mit meiner Seele passiert. Es geht darum, wo der Gürtel weiter existieren wird. Wenn ihr ihn hier wegbringt, wird er in eurer Zeit fortdauern. Dann wird meine Seele ausgelöscht für einen Zeitfrevel und ihr habt ein Problem, was es vorher nicht gab. Ihr versteht nicht. Wenn ihr nichts tut, wird der Gürtel immer an dieser Stelle bleiben und er wird keinen Diener finden, der ihn übernehmen kann, weil es keinen gab. Ihr begreift nicht, was Serpentilio euch versucht zu sagen. Ewig ist nur Satinav. Das bedeutet nicht einmal, dieser Gürtel ist ewig. Und nicht einmal er kann mit eurer vorsichtigen Manipulation ewig hier verweilen. Also viel von dem Ganzen habe ich nicht begriffen, aber ich weiß nur, dass bei uns seit hunderten, tausend Jahren niemand wusste, wo dieser Scheißgürtel ist. Das heißt, es muss doch einen Grund haben, warum das niemand wusste. Das geht nur, wenn er zu dieser Zeit nie da gewesen ist. Alles, was ich von euch erwarte, ist, dass ihr einen Rätselquest für mich schreibt, die mich in, sagen wir, 500 Jahren, 600 Jahren darauf bringt, nach dem Gürtel zu suchen, ihn zu finden und dann eine eigene Rätselquest zu schreiben, um euch zu motivieren. Wiederum 500, 600 Jahre später. Danach treffen wir uns alle hier an dieser Stelle. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Es ist auch schon passiert. Aber jetzt habe ich eine Frage. Was haben wir davon? Und hier beißt sich die Schlange in den Schwanz. Wir wären nicht hier, wenn wir diese Zeilen nicht geschrieben hätten. Korrekt. Richtig? Ihr habt sie bereits geschrieben. Hätten wir sie aber nicht geschrieben, hättet ihr den Gürtel nie gefunden und wärt den Pakt nie eingegangen. Den Pakt hatte ich vorher schon. Das ist richtig. Ich habe es gesehen. Ich glaube... Ja, Boltax? Versteht ihr das Problem? Ihr löscht damit nicht nur mich aus, sondern auch euch, denn ihr begeht den Zeitfrevel ebenso. Nein, nicht ganz. Ich sprach nicht von diesem Zeitfrevel. Den Zeitfrevel, den ich euch angedeihen würde,
ist etwas zu zerstören, was direkten Einfluss auf mein Leben hat. Das dann von mir in der Zukunft nicht gefunden werden kann. Und es ist das einzige Objekt, was ich hierher holen kann, da es sich momentan im Limbus befindet. Interessanterweise müsstet ihr es also hier nur zerstören, um Satinov auf den Plan zu rufen. Ja, Boltax, aber ich glaube nicht, dass er seine Seele vernichten möchte. Nun, es ist besser als in den Niederhöllen, oder? Gar nicht zu existieren ist lieber als ein Leben unter extremer Qual. Ja, aber du musst es ja so sehen. Wenn wir das Ganze... Rafim, er ist durch die Zeit geflohen, um diesem Pakt zu entkommen, weil er Angst ja, hat. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber die Problematik ist ja, wir haben uns schon mit ihm irgendwie geeinigt. Sonst wären wir ja nicht hier. Nein, nicht zwangsläufig. Denk doch an das, was Abel mir gesagt hat. Ja, Abel mir sagt viel, wenn der Tag kurz ist und wirklich viel, wenn der Tag lang ist. Und ich höre nicht mich mal bei der Hälfte zu. Das Ding war, dass die Zeit die Sache schon selbst irgendwie regelt. Ich hänge noch an einem anderen Punkt. Und zwar, ich glaube ihm, wenn er sagt, dass wir nicht in der Lage sind, den Gürtel dauerhaft zu vernichten. Ihr seid meine Tochter, oder? Der Urenkelin. Dem scheint oder? Wohl so. Es sind einige hundert Jahre dazwischen, aber wenn ihr das als Tochter bezeichnen wollt. Naja, aber das ist ja... Aber das tut nichts zur Sache. Du naja, hast recht, Rafim. Das tut ziemlich viel zur Sache. Weil wenn er sich nicht so benimmt, wie er sich benommen hat, werdet ihr nicht hier. Ihr, nein, das ist nicht richtig. Sie wäre nicht hier, wenn wir nicht die Queste aufgeschrieben hätten. Ja, richtig. Wir sind also der alleinige Auslöser unserer Anwesenheit hier. Unabhängig davon, was nun hier passiert, könnten wir uns trotzdem entscheiden, die Queste aufzusetzen, damit wir in der Vergangenheit wieder in der Zukunft wieder in diese Vergangenheit reisen, um wieder hier zu sein. Ich hatte irgendwie gehofft, das Ganze wird nicht noch kompliziert. Mein Leben ist unbedeutend. Die Rote Schwester hat mich aus einem Grund auserwählt. Um zu tun, was nötig ist. Deswegen sollten wir nicht darauf achten, sondern uns darauf konzentrieren, was das Beste für die Menschheit, die Gesamtheit der Gläubigen ist. Und die Zwerge. Mhm. Und die Zwerge. Auch ihr werdet den Gürtel nicht ewig bewachen können und ihr werdet ihn nicht ewig verstecken können. Jemand wird ihn finden und jemand wird ihn benutzen, so dämlich das auch ist. Das Problem, vor dem wir... Ich könnte also die Sicherheit nehmen, Donation, dass er jetzt lange sicher und verborgen ist und irgendwann in die falschen Hände gerät, oder ihr könnt unser Vertrauen darin setzen, dass wir einen Weg finden, ihn zu vernichten. Ich habe den Gürtel nicht einfach in der Zeit versteckt, sondern ich habe dafür gesorgt, und deswegen seid ihr hier, dass die Götter selbst einen eigenen Schleier um diesen Ort legen werden, aufgrund der Verfehlungen, die in diesen Tagen passieren werden. Deswegen seid ihr hier. Lobule, ich wusste es. Das Problem, vor dem wir aktuell stehen, Donation, ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Gürtel suchen. Unsere Feinde sind hier und sie wollen ihn benutzen. Ihr sagt, ihr wollt die Vernichtung von Yerkesh verhindern, aber wir wissen, dass ihr gescheitert seid. Yerkesh wurde vernichtet. Das weiß er doch selbst. Genau, oder? Deswegen bin ich doch hier. Es geht nicht um die Vernichtung von Yerkesh. Yerkesh soll vernichtet werden und die Götter sollen ihren Schleier über diesen Ort legen, damit der Gürtel verschleiert wird. Wie nehmen das die anwesenden Yerkeshiten auf? Yerkeshis? Die haben beide einen offenen Mund und wissen nicht genau, also sie verstehen es einfach nicht. Aber Satrapina ist vor allem gerade, also sie knackt so ein bisschen mit ihren Händen. Ja, aber jetzt nur mal für mein Verständnis. Ihr wollt, dass diese Stadt vernichtet wird, der Gürtel bleibt genau da, wo er jetzt ist. Und warum nehmen wir uns ihn dann nicht einfach in unserer Zeit? Da liegt er da ja immer noch. Nein. Eben nicht. Ihr sagtet ja, den Gürtel, wie noch immer er damit meint, wir werden ihn auch verschleiern.
Ich konnte mit dem Tetraeder den Schleier brechen und ihn dann im Jahre 600 nach Osbarans Fall von hier wegbringen. Das heißt, der Gürtel ist in eurer Zeit höchstwahrscheinlich nicht mehr da, wenn ihr aus der Zukunft kommt. Wo ist der Gürtel jetzt? Unter uns. Wollt ihr ihn sehen? Ja. Dann folgt mir. Kapitän, ja, auf ein kurzes Wort. Ja, Mudaris. Was tun wir hier? Der Mann scheint sich seiner Sache nicht nur sehr sicher, sondern übermäßig kompetent zu sein. Ich denke nicht, dass wir eine bessere Möglichkeit finden, als was auch immer er ausgeheckt hat. Er würde den Gürtel aus einem, zugegeben, auf lange Sicht ja zum Scheitern verurteilten, aber für den Moment, auch für den Moment in unserer Zeit, sehr sichere Umgebung nehmen und ihn einer unbekannten Gefahr aussetzen. Zumal Kelbara im Spiel ist, die bis in die Götter was anstellen könnte. Was tun wir hier, Kapitania? Denn ich bin mir nicht mehr sicher. Wisst ihr das? Nein, ich empfinde die Situation als ähnlich verwirrend. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden. Er sagt, er hätte den Gürtel später weggenommen. Was wurde aus der Pforte des Grauens? Und wo ist der Gürtel in unserer Zeit? Das solltet ihr ihn fragen, aber es ist ein starker Drang, Kapitania, schlafende Hunde ruhen zu lassen und einfach nach Hause zu gehen. Bolamin, Epentilio, vielleicht könnt ihr mich erleuchten. Bin mir gerade nicht sicher, aber die Dämonen hassen sich doch untereinander. Bekannt, ja, dass die 17 Erzdämonen gegeneinander arbeiten bisweilen? Es sei denn, man zwingt sie. Was wäre also, wenn wir, ich weiß nicht, den Gürtel aus dieser Sphäre in die Domäne eines der Erzdämonen schaffen? Ich weiß nicht, durch eine Truhe, die vielleicht einem der Erzdämonen zugeordnet ist. Dann würde dir einiges der mächtigen Artefakte, das Kontrolle über die siebte Sphäre ermöglicht, in die Hand der siebten Sphäre legen. Dies könnte eine unglückliche Kaskade von Machtverhältnissen auslösen, die am Ende dazu führt, dass ein einziger Dämon Vorherrschaft über die anderen 16 erlangt. Hey, wisst ihr, das Ganze scheint mir ein wenig komisch. Ein wichtiges Artefakt der Erzdämonen soll dazu dienen, so eine Pforte des Grauens offen zu halten, geschlossen zu halten. Hypothetische Umkehr ist ein bekanntes Konzept, aber ich müsste deinen Antimagier fragen, wie valid dies ist. Vielleicht das tut ist es korrekt. Auch das genaue Gegenteil. So oder so, ist es egal, ob es die Pforte zuhält oder nicht. Es scheint hier unter seiner Ägide sicher zu sein. Donation, was für eine Pforte des Grauens liegt unter Jerakesh? Belkele. Sie wurde von den Echsen aufgestoßen. Und trotzdem ist der Gürtel dabei hilfreich, sie zu verschließen? Korrekt. Wir sind noch nie einer Pforte des Grauens von Belkele begegnet. Ich zum einen Teil nicht. Hat irgendwer von euch Erfahrung damit? Wenn ihr mögt, kann ich auch sie euch zeigen. Ihr solltet allerdings sehr seelenstark sein. Wäre der Gelegenheit sehr dankbar. Erinnert ihr euch an unser Haus in Zorgan? Die Statue im Garten. Schon lange her. Ich glaube, damals, es war eine Statue der Widersacherin. Aber es wurde abgetan. Immer und immer wieder. Vielleicht war es wirklich eine. Also gut, Donation. Langsam habe ich genug. Was spielt ihr hier für ein Spiel? Satrapina, seid beruhigt. Es ist alles in Ordnung. Ich möchte verdammt nochmal wissen, was hier gespielt wird. Sie greift ihre Peitsche. Blicke zu Lamin an, warte auf ein Nicken. Das sollen sie unter sich ausmachen. Ihr wollt, Kapitania. Ich hoffe, ihr seid euch sicher. Lasst uns doch den Gürtel jetzt erst sehen. Ihr werdet den Gürtel nicht sehen. Ich habe die Bilder von euch gesehen, aber sie waren wohl offensichtlich Lüge. Was ist das hier für eine Verschwörung? Satrapina, ihr mögt Donation jetzt nicht mehr vertrauen, aber ihr habt doch gehört, dass sein Wunsch ist, dass der Gürtel bleibt, wo er ist und die Pforte gesichert bleibt. Er sprach vom Untergang von Jerkesh in den nächsten 5 Tagen. Er sprach vom Untergang von Bosbaran. Was sagt ihr dazu, Aulus?
Osbaran ist ewig, es wird nicht untergehen. Ja, das haben wir schon gehört und beim ersten Mal war es schon lustig. Ich vertraue niemandem mehr von euch. Nun, das ist ein Schlangenring. Ich habe mit Gift und so nichts zu tun. Außer das eine Mal, wo ich einen Schlinger umgebracht habe, aber das ist eine andere Geschichte. Nicht jetzt. Nun gut, wie dem auch sei, ihr könnt uns vertrauen. Wir arbeiten nicht gegen euch. Und das hier ist... Dürft ihr alle machen. Nicht unbedingt mein Paradetalent. Ich weiß das eigentlich also, immer. Also, eine maximale Erschwernis von 27 hätte ich geschafft. Ja, also sie greift in den nächsten 5 Sekunden an. Sie überlegt noch wen. Okay. Wer von uns? 9 Leute. Ich würde sie. Wer von uns gerade merkt das? Ich merke alle, die Menschenkenntnis mit 7 Punkten oder mehr schaffen. Dann ich nicht, was gut für sie ist, sonst wäre sie jetzt eine Kröte. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann greift sie dir mal. Ich würde gerne. Na gut, okay. Ja, was möchtest du? Ich wollte sie schlafen legen. Ja, dann mach das. Gut, hier kommt der Somnigravis. Und zwar in der Ohnmachtsvariante. Der ist um 7 Punkte erschwert. Sie dreht sich gerade um, hat wieder ihre Hand in die Peitsche gelegt. Und Diamanta schlägt ihr einfach am nächsten. Deswegen wirbelt sie gerade mit ihrer Hand herum und will ganz gerne nach dem Hals von Diamanta schlagen. Ja, da schön. Hat sie eine MR von 13? Nee, 14. Wie lange dauert der Zauber? Wie lange? Ohnmachts. Der dauert lange genug, dass Diamante sie töten kann. Nein, wie lange der Zauber ist. Genau. Achso, vier Aktionen. Ja, aber in der Zeit haben die beiden sich schon gekabbelt, glaube ich. So, Diamante, was willst du tun? Das ist eigentlich irrelevant, denn bevor Boltax den Zauber durchbringt, ich habe meine Menschenkenntnis gut geschafft. Okay. Ich sehe die Mordlust in ihren Augen. Und das ist die einzige. Keine Mordlust. Ja, ich ziehe ziemlich ungalant meine goldene Balestrine und schieße ihr ins Gesicht, besser gesagt ins rechte Auge. Okay, schreib dir Punkt. Rachsucht? Jezorn? Willst du Jezorn haben? Jezorn kannst du auch haben. Ich wollte Jezorn eigentlich abbauen. Okay. Aber komm, der Daddy promotet es doch. Er hat gerade jetzt mal eine Dienerin der anderen umgenietet. Also das müsste doch... Nee, das ist egal. Also echt? Noch habe ich hier also niemanden. Also du bezahlst auch, wenn du einen Prius-Priester umbringst. Vor allem zu dieser Zeit hat er doch noch gar keinen Pakt mit Blackerreiz. Ja, richtig. Du musst auch nicht würfeln. Wenn du jetzt die Brandbronze benutzt, dann siehst du wieder, wie in Zeitlupe sich die Brandbronze aus dem Lauf herausdreht. Und du kannst es genießen. Du siehst, wie die Brandbronze beschleunigt wird. Alles um dich herum ist in Zeitlupe. Du kannst genau dabei zugucken, wie ihr Auge in einem roten Loch verschwindet und die Patrone auf der Außenseite austritt. Schädelstücke klatschen irgendwo hinter ihr auf den Tempelboden und kurz vor der Nation fällt sie dann tot zu Boden. Ja, ich... Diamantes, verdammt, war das nötig? Ziemlich notwendig, ja. Meiner Meinung nach. Ihr habt gerade... dass ihr euch angegriffen hätte, aber könnt ihr das nicht verstehen? Mich anzugreifen kann ich nie verstehen. Wie reagieren die anderen beiden? Ist das ein Zauberstab? Ja, der Magister Aulus blickt auf das kleine Gerät in deinen Händen. Es ist so klein. War das ein Ignifaxios? Ich bin ein ziemlich mächtiger, verdeckter Magier. Er nickt dir anerkennend zu. Bleiben wir jetzt alle ganz entspannt, ja? Soll ich euch den Beutel jetzt zeigen? Bitte doch, bevor die Situation mehr Möglichkeiten hat zu eskalieren. Zulamin, es spielt keine Rolle, wer hier als erstes stirbt. Sie werden alle sterben. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wie. Sie müsste sterben. Sie hätte sicherlich hier dagegen angewirkt, wenn die Stadt untergeht. Jetzt, da sie es weiß. Moment, mir fällt gerade etwas ein. Boltax muss vor allem halbe HSP bezahlen. Hab ich. Gut. Und mir fällt gerade etwas ein. Euch, Magister, ist das völlig gleichgültig. Wen sprichst du an? Aulus? Oder? Aulus. Ich bin fasziniert von diesem Zauberstab.
Und wir Bosbaraner kontrollieren diese Stadt. Ich werde dafür auf alle Fälle mit dem Magistraten sprechen, mit dem Statthalter. Er wird dann eine Strafe ersinnen oder euch vergeben. Er zuckt mit den Schultern. Sie war eine Priesterin von Bäkele. Philomin braucht einen Moment, um ihre Mimik wieder unter Kontrolle zu kriegen. Wir haben keine Tempel von der bei uns in Bosbaran. Jo, ja, das ist gar nicht so schlimm. Wenn euch das kalt lässt, dann gut, gehen wir. Magister, dürfte ich einmal eure Waffe sehen? Aber selbstverständlich nicht. Jeder versteht, dass dies eine Standeswaffe Ungleichheit in der Zeit auslösen könnte? Warte, ist er der Grund, warum Horasias mit Torsionswaffen dann haben? Weil er ihnen die Technik erklärt hat? Das verändert alles. Nein. Die Horasier haben die Idee von den Zwergen mit der Armbrust. Ja, das ist das, was sie denken. Das ist das, was die gesagt wird. Weil Aulus das sonst nicht verkauft gekriegt hat. Aber wisst ihr was? Hier. Ich habe noch ein beschädigtes Modell. Ich wollte es eigentlich nur reparieren, aber